Morgens und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play Gaming. Heute mit einer weiteren Folge Werewolf the Apocalypse Earthblood. In der letzten Folge haben wir das geheime Enderon-Labor gefunden, haben, ich würde mal sagen, einen kompletten Gefängnistrakt beziehungsweise ein Gefängnis ausgerottet, komplett geschaschlikt. Und heute werden wir vermutlich mit der einen Gefangenen reden, die wir das letzte Mal rausgeholt haben. Auf geht's. Aha, durch die Wüste. Ew. Das sind wir bald da. Oh oh. Aber ich glaube, das sind unsere Freunde. Oh je. Finally. Tell me. Wow, was ist das? Das ist der Worm wahrscheinlich. Is that so? Call. What are those outsiders doing in my territory? It's not just Endrin spreading across my territory. We have been invaded. Ava and her Lambda Mankind. I know them. The Red Talons do not like humans. And there is only room for one pack here. The humans are with us. They're fighting for Gaia. Humans are the reason we need to fight for Gaia. We should have snuffed them out at the dawn of their existence. These humans are on our side, and we have no intention of settling here. We'll leave as soon as we've managed to rescue my daughter from Endrin HQ. So, you intend to fight Endrin? Could use your help. You are? No. We have already lost too many. We will not join you. However, I will clear your path. My wolves tell me they have already attacked your people. Those attacks will end. You may operate on our land with impunity. At least, until you finish your business here. Stay longer, and there will be war. Go now. And pay your respects to our guardian spirit. Partua tells me that he is waiting for you. Okay, die Gottheit hier. Hier oder was? So, ah. You are the one who freed Onanwa. You reek of human. Warrior of Gaia. For what purpose do you enter my territory? I came to rescue my daughter from the claws of Endrin. The claws of the worm. You travel hundreds of miles for your daughter. And yet you abandoned her yourself once. I can see it. Yes, for 5 years. Along with the rest of your pack.
Are you truly worthy of my confidence? Can you even still call yourself warrior of Gaia? And now, you fight beside humans, beside the enemy. Not all humans are servants of the worm. But all are blind. They will never understand the wild or the worm. They try to apply the order of the Weaver to everything, Gaia included. They will never admit that Gaia is a wild, uncontrollable entity, and that she demands sacrifice. Ja, kann auf jeden Fall sein, dass der recht hat irgendwie. Vom Prinzip aus, aber ich würde mal sagen, ich bin nicht der Krieger Gaias, ich bin der Schlechter Gaias. The Gaia you speak of is a stranger to me. Neither my people nor the spirits we protect see her as such. You dare to question me? Have you any idea to whom you speak? Mit Sicherheit nicht. I have served Gaia and the wild since time immemorial, long before your pack or your pathetic spirits. They are all weak, easily swayed by the call of the worm. I do not yield as the worm encroaches on my territory, but face it head on. Yet it still spreads everywhere around you. Only your cairn seems to remain untouched. Our cairn is all that matters. And we are ready to make what sacrifices we must to maintain it. Onawa has taken that role upon herself. But she may not be the last. Now go. Pursue. Das ist schon ein Riesenviech, ey. Okay, gut. Das ist also wahrscheinlich dann die Gottheit von Onawa. Ja, ich bin mal gespannt, was wir mit dem auf jeden Fall noch zu tun haben, weil gerade eben, würde ich mal sagen, ist er eigentlich voll gegen uns. Die scheinen jetzt auch nicht unbedingt friedlich zu sein. Ich bin ja auch viel kleiner als die. Sind voll die Bestien. Schaut euch das mal an im Vergleich, ey. Ja, gut. Kann ich mit dir noch mal reden? What is it? Vorschlag zu helfen. Was kann ich da noch machen? Über den roten Clown, den Schutzgeist. That was your Cairn spirit we saw when we arrived. Yes. Pachua. He is our guardian spirit. He seems to be powerful. That he is. Pachua is a guardian spirit who accompanies his subjects into battle. He has seen more combat than you could if you lived 100 lifetimes. He granted me his protection, and we forged a unique spiritual bond. One like nothing you will ever know. Ja, wenn du nur wüsstest. How did Endrin capture you? We've been locked in battle for a long time, trying to drive Endrin from Red Talon lands. But they were too powerful. I saw my people dying one by one. Until one evening, Endrin sent us a message. They told me that if I gave myself up, they would leave the Red Talons alone. And you saw where that led. Zurück zu den Basics. Das heißt, ich kann dann... Nee, ich habe doch alles soweit gemacht. I sense the worm is spreading through your territory. Is there nothing you can do? If I let my wolves leave the cairn, they'll attack your people. I assume
He would rather we avoid that. You, however, there are numerous shrines to Pachua in the area around the cairn. They have gone abandoned for far too long. Find these shrines. Pay homage to Pachua. Give him your strength, and he will take care of the worm. I'll see what I can do. Aber ich würde eigentlich eher sagen, von wegen, dass ich mich durch diese Fähigkeitsdinger selbst stärke und dann selbst gegen diesen Worm vorgehe. Dann bin ich der Held des Tages, weißt du? Held vom Erdbeerfeld. Oh, Nawa. Gucken wir mal. I can feel the hate that flows through her. And her guardian spirit. Ava, can you hear me? Sofort, sofort. Wir haben jetzt erst nochmal zum Busch reinziehen. The Talons once protected us from the worm, but they have abandoned us. We are in danger. The spirits are suffering. How can Onawa stand by and do nothing? Ein komischer Schutzgeist auf jeden Fall. Das muss ich mich hier am besten nochmal praktischerweise ein bisschen umsehen, damit ich... Warte mal, da hinten ist noch einer. Nice. Der Busch hier. Na, lass mich. Das ist ein bisschen komisch gerade, die Beschreibung. The worm is retreating. And our strength returning. Okay, der war ein bisschen positiv gestimmt. Na also, der Power-Up-Busch ist auf jeden Fall wieder am Start. Ich glaube, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt runter. So, hier habe ich ja jetzt nichts mehr übersehen. Das war's ja, ne? Darf ich nicht da hinten lang? Nö. Okay. Somit haben wir jetzt erstmal alles eingesammelt, was hier überhaupt einzusammeln ist. Dann kann ich nämlich meine andere Haltung bzw. mein Rage noch weiter ausbessern. Weil der rettet uns ja sowieso jedes Mal von vorne den Arsch. Also von daher... Ups. Ab und zu, ich bin echt zu blöd für diese Steuerung. Warte mal. Habe ich überhaupt welche? Ich habe einen Geisterpunkt. Komm. Ich mach das, weil wenn ich mich jetzt eh umschauen soll, kann ich dann perfekt über die ganze Distanz schon mal schauen und muss da die ganze Zeit einzeln rein. Oh. Das war jetzt ein Schwert zum Reinziehen, oder was? Keine Ahnung. Keiner weiß. Egal. So, 300 Meter. Oh, da ist noch was. Ah, da muss ich mit dem wahrscheinlich. Ach, das sind die Altäre. Okay, das war jetzt der fünfte. Ui. Da wird es ja noch einige geben, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch noch bei der ersten Base überhaupt noch keine, noch nicht alle Seelen. Ich glaube, eine fehlt da auch noch. Vielleicht komme ich ja im Nachhinein nochmal zurück und kann dann den Rest noch einsammeln. But I still feel the cairn holding strong. Nö. Immer noch nichts. Ach, da oben ist er. Yeah. Ach nee, da muss ich da unten hin. Okay. Nice. Nur noch drei. So, dann gleich wieder einmal Gebiet scannen. Das da hinten scheinen Personen zu sein, glaube ich. Es sind wahrscheinlich... Was zum Teufel war das jetzt gerade? Sehr komische Geräusche auf jeden Fall. Hab schon gedacht, jetzt beißt mich gleich irgendwie so eine Giftschlange oder so. Hier kann ich nichts machen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich davor. Aber wenn ich Glück habe,
habe ich hier dann gleich nochmal einen Altar. Damit hätten wir schon 3 von 5. Ich glaube, da vorne ist einer. Oder? Ja. Das ist einer. Auf jeden Fall. Sehr nice. Der zweite. Sehr geil. So, das scheinen die Leute zu sein, zu denen ich gehen soll. Hey, Buddy. Where's Ava? She's inside. It's good to see you again, Cahal. Thanks. An old abandoned mine. Kann ich hier noch irgendwas aufschniefen? Nö, überhaupt nichts. Schade. Hab gedacht, ich krieg vielleicht ein paar Bonuspunkte. Aber nein. Ich habe keinen Plan, wo ich hier noch Bonuspunkte finde. Mit dir quatsch ich dann gleich. Oh shit. Der hat sich schnell Energy reingepfiffen. Ava said they're a different pack. Cahal. But we're gonna have to be here alone. I'm sorry, Ava. They'd already moved Adana out of the prison by the time I got there. Ah, shit. Do you know where they've taken her? Endrin's Nevada HQ. That's what the leader of the Red Talons says anyway. The Red Talons? Those fuckers have been attacking my people since we got here. How many? 2 teams wiped out, and a few more injured. Ooh, I can't shit. Bring back the people we've lost. But I can promise you won't lose any more. I freed their leader from Endrin's grip. They captured another Garu? They were experimenting on her before they captured Adana. Apparently my daughter makes a better test subject. Those fucking bastards. We'll save her. I promise you. The leader of the Red Talons... Voll den ihren Blick gehabt, ey. We get 80 back. But she's not going to help? I think she's useless. We take the risks, she reaps the benefits. At least they'll leave us alone. I'll take it, but have you seen the wall that protects those Endrin outposts? It's surrounded by a minefield. Nobody here can get through their defenses, only you. Ja, ich hoff's. Sie hat einen Plan. What have you got in mind? I've been working on it for a couple of days, but I think I figured out how to deactivate their landmines and get you into an evac duct. It'd be too small for a human, of course, but a wolf could get through, get to the other side and take care of their outposts. Deal with the men guarding the terminals in each outpost and connect me. Once I'm on their network, I'll be able to clear you a path through the maintenance zone. It's the quickest way into Endrin HQ. Go see Declan. He'll tell you how to get past the minefield. Ja, am besten so, dass ich nicht in die Luft fliege. Okay, wieder mal ein Geisterpunkt. Das heißt, ich habe mittlerweile 2. Ergo, ich kann wieder... Ja komm, das klingt eigentlich noch besser. Dann kann ich wenigstens auch Lowlife direkt in den Ding gehen, in den Schnetzelmodus und ragen. Sehr nice. Ja gut, dann... ja, was willst du schon wieder? Ava just told me about Adana. I'm so sorry, Cahal. We'll get her back. Kurzer Leck gerade eben. How did you manage to get out of prison? Pretty simple. Ava sent Viridian State a transfer order for me, complete with an Endrin seal of approval. During the transfer, Lambda Mankind attacked my convoy, and the rest is history. I'm sorry. I really tried, but... I'm just busting your balls, man. You were there to save your daughter, I get it. Besides, at the end of the day, I'm out of prison. Na, ist ja wenigstens nice, dass der raus ist, ne? How did you manage to get out of prison? Och, nee. During the I'm sorry. I'm just... Jetzt habe ich das Ganze nochmal wiederholt. Thank you for your help in the prison. You took big risks for me. You can thank me when we've got your daughter back, but just remember, my favorite way to be thanked is cold hard cash. Lest I forget. Ja, den bezahlen wir danach. Ich glaube, mein Endron hat bestimmt ein paar Geldbeutel übrig, wenn ich da wieder ordentlich Gulasch veranstalte. So, da ist wieder was zum Lesen. Die Höhle der Wölfe, die unsere Anlage angegriffen hat und einen der Agenten des Präsidenten von der Schwarzen Spirale getötet haben, ist endlich lokalisiert worden.
Sofort zum Generalkommando durchgeben. Er bitte neue Befehle, er bitte Materialien für Gegenmaßnahmen, er bitte Spezialisten. Er bitte die Schaffung von Außenposten. Okay. Endrin has been looking for Tarkir's Mel'Cairn for 5 years. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal, weil irgendwie bis jetzt habe ich nur Informationsschnipsel bekommen. Ja, wenn ich mal wüsste, wie ich hier rauskomme. Jetzt bin ich schon wieder zu doof, um da irgendwie mich zurechtzufinden. Sehr nice. Aber ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass ich wieder so raus muss, wie ich reingekommen bin. Sehr gut. Da drüben ist auf jeden Fall noch ein Ding. Da gehe ich jetzt erst noch kurz hin. Ein Altar. Sehr nice. Okay, na komm. Ziehst du rein. Nur noch einen. Da hinten ist ein Busch. Den werde ich mir jetzt noch schnell reinziehen. Magic. Yeah. Gut. Dadurch, dass ich jetzt hier in dem Eck alles habe, geht es jetzt mal vor. Dann muss ich wahrscheinlich noch mit dem Dude da vorne reden und dann kann es losgehen. Finally. Es gibt wieder Gulasch, meine Freunde. Hey, you're here. Follow me. Nö. I heard they took your daughter to their HQ. I can't even imagine. We just have to get her back. Tell me about the outposts. There are 4 entrance sites inside the perimeter. To reach them, use the evacuation duct. And the minefield? Go around the perimeter wall, but keep your distance. You'll see a red mark on a rock. From that mark, go straight towards the wall. Once you've reached it, stay close. Follow the wall until you find the entrance to the duct. From there, it's all up to you. Good luck. Ja, ist doch kein Ding. Gerne. Also irgendwie durch einen Tunnel. Das zeigt mir doch eh nur, dass ich da rein muss, oder? Kann ich doch da lang? Keiner weiß. Okay, irgendwo rote Markierung. An einem Felsen. Phenombra-Vision. Ja, wenn ich jetzt da reingehe, bin ich eh hier. Probieren wir es. Hä? Ich glaube, ich bin gerade eben echt schon wieder zu blöd zu allem. Wohin muss ich denn jetzt? Direkt in die Mine rein. Also ich glaube, der Weg war es nicht. Ordentlich zerlegt, ey. Geplatzt. Ja, so. Ich probiere es mal vielleicht hier vorne, aber ich... Hä? Ich glaube, ich bin einfach zu dumm. Jetzt bin ich schon wieder Al-Qaida-mäßig in die Luft geflogen. Sehr nice. Scheiße. Nochmal kurz. What do you need? Remind me how to reach. Go around the perimeter wall, but keep your distance. You'll see a red mark on a rock. From that mark, go straight towards the wall. Once you've reached it, stay close. Follow the wall until you find the entrance to the duct. From there, it's good luck. Okay, also, ich muss auf jeden Fall bis zu einer roten Markierung an einem Felsen. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Fels? Okay, gefunden. Also ganz geradeaus Richtung Mauer und dranbleiben. Hoffentlich passt es. Oh ja. Okay. Wenigstens keine 3 Versuche. Beim 3. Mal haben wir es jetzt wenigstens reingeschafft. Ich will wissen, aus was die gemacht sind, deswegen scheiß drauf. So, Gulasch, yeah, wuhu.
Jetzt hatte mir jetzt noch. Zerrupft hier! Komm her! Okay, ich sollte vielleicht mal kurz healen. Und auf die andere Haltung wieder runter. Yeah! Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass da wieder so ein 4-Runden-Kampf kommt, aber irgendwie, ja, war das irgendwie gar nichts. Naja. Egal. Kommt bestimmt noch irgendwas. Oh. Ich will weiter durchschnetzeln, Leute. Wir hatten bis jetzt wenig Action. Oh Gott. So, explodiert ist es. Nee, Kollege, das kannst du vergessen. Oh, okay, dann vergiss es doch nicht. In Richtung. Yeah. Okay, nice. Wow, wow. Okay. Ach komm, wir flippen mal aus. Oh, den nice. Sehr nice. Verzieh dich. Yeah. Okay. So. Ich könnte sogar direkt eine zweite Raserei starten. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch... Ach komm. Wahrscheinlich jetzt für die letzten zwei Leute. Oder drei. Na komm. Yeah. Nee, da geht's noch weiter. Nice. Yeah. Der ist so gut wie giftig. Brutality. Ach, der schon wieder. Au. Okay. War vielleicht nicht so schlau. So. Dann hau ich den jetzt mal um. Sehr nice. Kannst du vergessen, dass du mich doch mal umbläst. Das hast du jetzt einmal gemacht, gut Sack. So. Irgendeiner kommt schon wieder. Ich glaube, das ist nochmal der Captain Anabolica mit einem Upgrade. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen doof. Egal. Jetzt kotzt er mich wieder an. Verdammt. Ey, hier geblieben. Du wirst sterben, danke. Ja komm, dann jetzt, nachdem zwei von denen kommen, erstmal einen anständigen Rage hier. Was zum Teufel hab ich da jetzt erwischt? Ja komm. Sehr nice. Das finde ich ja, wenn gehackt ist gerade. Hallo! Kann ich dich nicht packen? Komm schon. Ah, zu spät. Nice. Nächster Abschnitt. Ich bin voll eskaliert. Putzfrau hat auf jeden Fall wieder ihren Job zurück. Dann könnte ich mich jetzt da rein sneaken. Aber für was? Komme ich dann da unten rein oder was? Ach nee, ich soll einfach... Ich kann ja verschiedene Wege auf verschiedenen Wegen einbrechen, deswegen... Komm, da unten ist, glaube ich, interessanter. Ja, genau, dadurch. Dann gleich mal in die Wolfshaltung. Oh, hier ist was. Da kann ich mit Sicherheit ein paar Kameras ausmachen, oder? Türen auf. Perfekt. Okay. Zu Händen der Abteilung 2. Haben mit der Energieextraktion in den Außenposten des Standorts begonnen. Erträge konnten... Konsistent mit Vorhersagen, siehe Anhang, Vorbereitung für die Durchführung von Feldversuchen von Projekt Earthblood sind im Gange. This was sent when we were attacking the fracking site. Oh. Okay. Ja, da ist noch was. Moment. So kommt's ja, glaube ich, jetzt rein ins System. Ava, I've cleared out the outpost and connected you to the network. Good. I'll try and take control of Intern HQ's surveillance system. I've learned more about the Earthblood protocol.
stuff they're injecting into their soldiers acts directly on their immune system. It seems like the experiments they've been conducting had to do with the protocol too. So. Es gibt auf jeden Fall anscheinend noch einiges in dieser Anlage zu machen, von daher gucken wir mal weiter, was da jetzt noch auf uns zukommen wird. Hoffentlich noch ein bisschen Gulasch. Oh, hi. Hör auf mit deinem Geballer. Yeah. Hör auf mit deinem Sniperkugel. Ich bin gleich tot. Muss auf jeden Fall jetzt Abstand halten, ansonsten bin ich gleich tot. Dieses Gewehr fetzt übelst rein, ey. Ja, und besser wird's gerade von meiner Gesundheit auch nicht. Sir, könnten Sie mal bitte rüberkommen? Oder, hä? Ist er jetzt ernsthaft einfach verschwunden? Yeah. Ach, da ist so ein... Oh. Oi, oi, oi. Den habe ich ja gar nicht gesehen, den Kollegen hier. Uhuhu. Verzieh dich, Kollege. Ja. Okay. Die Animation war jetzt absolut für den Arsch. Also ab und zu, ne, versucht das Spiel brutal zu sein, aber verkackt dann irgendwie so in der Mitte. Naja. Zumindest wir haben Gulasch produziert, alles andere ist eigentlich Nebensache. Kann ich hier oben noch irgendwas machen? Da ist was. Ein Schalter. Was hat er bewirkt? Keiner weiß. Dann weiter im Text. Wo sind wir denn? Da? Das heißt hier runter. Oh. Ich glaube, ich habe mich jetzt auf eine gewisse Art ausgesperrt. Keiner weiß. Oh ne, 30 Meter. Ich bin schon richtig. Sehr nice. Ich mache eh einen auf Loud and Proud, oder? So, haben wir hier irgendwo Kanonen? Weil darauf muss ich mich auf jeden Fall zuerst fokussieren. Ich sehe keine. Also los. Ja. Oh, was zum Teufel war das jetzt gerade? Ich muss abhauen. Die klatscht nicht übel. Oh. Oh. War das... Ah, das könnte... Okay. Das ist schon... Es ist nicht ohne. Also, die machen jetzt miesesten Schaden, würde ich mir einfach mal behaupten, ey. Oder ich bin halt einfach so blöd gewesen, hab ein Fass erwischt. Ist also... Ja. Sehr schlau war das jetzt auf jeden Fall nicht. Ausflippen, danke. Ach, das ist doch hier eine Kanone. Wie ich mir dachte. Gleich mal mit zwei. Yeah. Oh. Oh. Danke, Schatz. Und du hast auch mit deiner Kacksniper, bitte. Ich ruf dir jetzt nämlich den Kopf raus. Danke. Tschüss. Okay, das war bitte. Oh, das war sehr kurz vorm Abnibbeln wieder. Komm, lass es. Ich heb mir die Rasserei auf jeden Fall für die zweite Runde auf. Au. Lassen Sie das, Herr. Dann eben jetzt. Mir auch egal, wenn du so willst. Tschüss. Yeah. Das ist jetzt gerade eine ordentliche Combo hier. Okay. Das war vielleicht jetzt ein bisschen... Hauen wir die alle mal um. Oh, yo. Das geht ab jetzt gerade. Nice, das gefällt mir. Okay. Nächste Raserei. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. So. Ach, da ist noch einer. Oh, der steht auch nochmal auf. Okay, dann.
Verzieh dich bitte. Danke. So. Die paar Drohnen. Oh, schon wieder Drohnen. Also, die habt ihr jetzt ein bisschen verspätet geschickt, Andron. Was ist denn da los, ey? Ich habe schon die komplette Mannschaft hier zusammengeschnetzelt und ihr sendet noch drei solche Billigdrohnen. Ist euch langsam aber sicher das Geld ausgegangen oder die Personen oder was? Keiner weiß. Aber wir werden spätestens gleich herausfinden. So. Ja, das will ich ja mal hoffen hier, dass das mal wenigstens zu 5-6 Rundenkämpfe werden. Ich würde gerne mal gehen, sagen wir hier, das ist wenigstens schön nahe. Alles klar, so. Aber, was uns hinter diesem Tor erwarten wird, werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne ein Like oder Kommentar da lassen, wie jeder weiß, Support ist kein Mord. Damit ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss!